Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diesen Bericht der Bundesregierung Leitlinien, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, heute diskutieren, dann möchte ich an dieser Stelle zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes machen. Denn es sind ja nicht nur 60 bedruckte Seiten Papier, um die es da geht, sondern die sind in einem monatelangen Prozess, einem Diskussionsprozess, auch unter Einbezug des Bundestages, der Zivilgesellschaft, der Community, Herr Minister, wie Sie es vorher benannt haben, intensiv erarbeitet worden. Und den Prozess dazu, den fand ich schon mustergültig und stilbildend. Die Leitlinien sind nicht vom Himmel gefallen. Vorredner sind darauf eingegangen. Sie ersetzen im Wesentlichen den Aktionsplan Zivile Krisenprävention aus dem Jahr 2004. Und das tun sie deshalb und das müssen sie deshalb, weil der Aktionsplan im Grunde genommen abgearbeitet ist. Wir haben die zivile Krisenprävention institutionalisiert. Wir haben, was immer wieder in diesen Debatten vergessen wird, die eingesetzten finanziellen Mittel in den letzten 12, 13 Jahren mehr als verzehnfacht. Wir haben sie verstetigt. Wir haben sie überjährig ausgestaltet. Also genau das, was die Adressaten dieser Politik auch immer gefordert haben. Wir haben beispielsweise das ZIF oder die Regierung vielmehr zu einer echten Entsendeorganisation ausgebaut. Wir haben vor wenigen Wochen hier im Parlament das Sekundierungsgesetz novelliert, wo wir die soziale Absicherung, auch die psychosoziale Betreuung für die entsendeten Kräfte deutlich verbessert haben. Und damit haben wir eben ganz konkrete Grundlagen dafür gelegt, dass wir in Zukunft noch mehr Menschen in Friedenseinsätze bringen können. Also im Grunde genommen, die Zielsetzungen sind abgearbeitet und dass man dann irgendwann von Aktion zu Leitlinien kommen muss, dem Ganzen einen Rahmen geben muss, das ist aus meiner Sicht nur konsequent. Und da will ich zwei Dinge dazu sagen. Erstens, auch das ist bisher unterschlagen worden, es gibt ja ganz konkrete Selbstverpflichtungen, die sich die Bundesregierung am Ende dieser Leitlinien gegeben hat. Und sie will sie evaluieren, auch mit dem Parlament diskutieren. Und wir werden natürlich auch genau schauen, was davon umgesetzt ist und was nicht. Und das Zweite, das Leitbild. Wir alle würden uns wünschen, dass man in drei Sätzen das friedenspolitische Leitbild für die Bundesrepublik Deutschland definiert. Das wird kaum möglich sein. Ich finde, der Mehrzeiler, der sich da zu Beginn der Leitlinien findet, trifft es im Grunde genommen gar nicht schlecht, wenn man sagt, da gibt es eine historische Verantwortung, da haben wir ein Problem, in dem internationale Ordnung, regionale Ordnungen in Frage gestellt werden, ohne dass es belastbare Alternativen gibt. Da ist es so, dass Deutschland das bevölkerungsreichste Land Europas ist, mit der stärksten und dynamischsten Wirtschaft. Das berechtigt uns nicht, uns hinter anderen zu verstecken, sondern das bedeutet eben auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Und wir haben auch ein eigenes Interesse. Wir verdienen mehr als die Hälfte unseres wirtschaftlichen Wohlstandes außerhalb der Grenzen Deutschlands. Wir haben die wahrscheinlich am stärksten internationalisierte Volkswirtschaft. Daraus ergeben sich auch Interessen. Und deswegen ist es vollkommen richtig, wie mein Kollege Hart gesagt hat, dass wir natürlich auch in Zukunft eine wertegebundene Außenpolitik wollen, die auf die Universalität der Menschenrechte setzt, die das Friedensgebot der Präambel des Grundgesetzes mit Leben erfüllt, aber dass wir auch unsere Interessen definieren. Wir haben Interessen und das spüren die Menschen doch auch bei uns im Lande, dass Globalisierung nicht nur etwas mit wirtschaftlichen Chancen zu tun hat. Globalisierung hat auch etwas mit Migrationsströmen zu tun. Globalisierung hat auch etwas mit internationalem, häufig islamistischem Terrorismus zu tun. Es sind doch unsere Interessen, uns um diese Themen zu kümmern und zu bemühen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es absolut richtig, auch diese Interessen zu definieren. Das heißt aus meiner Sicht auch zu sagen, was wir nicht machen. Wir haben knapp 200 Länder auf der Erde. In etwa 100 Ländern der Erde gibt es Kriege, Bürgerkriege, Konflikte irgendwelcher Art. Wir können nicht uns um alle kümmern. Und deswegen müssen wir auch klar sagen, wir haben auch regionale Interessen. Das ist Osteuropa, das ist der Nahe Osten und das ist vor allen Dingen der afrikanische Kontinent. Da sollten wir unsere Aktivitäten konzentrieren. In diesem Bereich müssen wir mehr machen. Es geht darum, dass wir ressortübergreifend tätig sind.
Ich will dort einfach noch mal einen Vorschlag in die Runde werfen. Ich glaube, dass dieser ressortübergreifende Ansatz, der vernetzte Ansatz, wie wir ihn diskutiert haben, auch durch die Bildung eines Bundessicherheitsrates zusätzlichen Nachdruck gewinnen könnte. Das wäre ein innovativer Ansatz, der uns hier weiterhelfen könnte. Und ich will etwas sagen, wo wir hier mit Sicherheit unterschiedlicher Meinung sind. Vernetzte Sicherheit bedeutet, den gesamten Instrumentenkasten der Außenpolitik mit einzubeziehen. Das ist auch die Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist aber auch das Militär. Und man kann natürlich nicht nur schreiben, dass man bündnistreu sein möchte, dass man mit anderen tätig sein möchte. Das muss man letztlich auch mit Leben erfüllen. Und das bedeutet, dass man auch die notwendigen finanziellen Mittel dafür bereitstellt. Und deswegen ist 2% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2024 nichts, was auf der Wunschliste steht, sondern das ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch Militär einsetzen können. Und wenn ich mir anschaue, und dann komme ich auch schon zum Ende, Frau Präsidentin, den Libanon, den Kosovo, Afghanistan, Darfur, der amerikanische Präsident kürzt die Mittel für Friedenseinsätze und Blauhelmmissionen beispielsweise in Darfur. Das bedeutet, dass dort die Zivilbevölkerung nicht mehr vor den Konfliktparteien geschützt werden kann. Ist denn das in Ordnung? Aus meiner Sicht nicht. Ich will, dass wir aus Deutschland heraus eine andere Politik machen. Und dafür haben wir jetzt die richtigen Leitlinien. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten Frey. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte, Julia Obermeier für die CDU-CSU-Fraktion.